Moin, Servus und Gude! Herzlich willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung auf meinem Kanal. Und zwar geht es, ihr seht sie hier gerade im Hintergrund, es geht um die Ludendorff. Oder sollte ich besser sagen, es geht um die Pommern. Dieses Schiff wird umbenannt von Ludendorff in Pommern, wird aber wahrscheinlich die meiste Zeit von Ludendorff reden und den Namen benutzen, weil ich sie so gerade im Hafen stehen habe mit dem Begriff. Da sehen wir es auch. Ludendorff. So, vorab wieder der wichtige Hinweis. Das Ganze ist ein Work-in-Progress-Schiff, ein Testschiff. Das heißt, ja, ich darf es fahren, das Schiff. Ich darf nur kein Gameplay zeigen. Ich darf auch nicht bewerten, wie ich das Schiff finde. Was ich allerdings darf, ist, wie gesagt, das Schiff, Work-in-Progress, unter Embargo. Ich darf allerdings darüber reden, die reinen, nackten Zahlen, Daten, Fakten, so wie es im Hafen ist, weil das sind öffentlich zugängliche Daten und das mache ich hier. Also ein reines informatives Video über die Zahlen und die Daten. Kurz zum Schiff. Ein großes und gut bewaffnetes Schiff mit starkem Panzerschutz. Es war im Grunde ein Entwurf für ein Schlachtschiff der H-Klasse mit 380 mm Hauptbatteriegeschützen in Drillingstürmen. Und hier haben wir schon eine gute Referenz. Am einfachsten lässt sich die Ludendorff vergleichen. Wenn man den Friedrich den Großen als Vergleich herzieht, und dann können wir nämlich die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede auch ein bisschen rausarbeiten. Und zwar, hier haben wir den Friedrich den Großen entsprechend mit seiner Panzerungsanordnung. Und dasselbe ist, wer hätte es gedacht, ja, es ist ähnlich, gleich wie bei der Ludendorff. Also, wenn ihr wissen wollt, was für eine Panzerungswerte die Ludendorff später hat, der schaut sich einfach Friedrich den Großen an, dann seht ihr das auch. Falls ich irgendwann mal hier durch dem Video über Zahlen gehe, die euch interessieren, einfach bitte das Video anhalten, dann seht ihr das im Detail und könnt ihr euch dann anschauen, was euch da interessiert. Kurz auch noch als Anmerkung, ich gehe mal kurz durch die Verbesserungen und auch durch den Kapitän, damit man weiß, welchen Einfluss gewisse Module oder der Kapitän auf die Werte hat, die wir uns nachher anschauen. Ihr könnt das natürlich auch gerne anders machen. Das ist nicht Gegenstand und Inhalt dieses Videos. Es geht nur darum, kurz zu zeigen, Kontext, worum geht es bei manchen Verbesserungen und welchen Ausschlag hat das dann später hier auf die Zahlen. So, hier sehen wir bei den Verbrauchsmaterialien schon den ersten Unterschied zum Friedrich den Großen. Friedrich der Große kann noch ein Jäger mitnehmen, kann die Ludendorff nicht. Verbesserungen auch da. Wer eben Secondary Build haben will, der kann es machen oder hier das Hydro einbauen. Das ist, wie gesagt, nicht mein Ansatz hier, das zu diskutieren und zu thematisieren. Interessant ist eben, dass man kurz erwähnt, hallo, hier haben wir Hauptbatterie Mod 3 drin, verbesserte Nachladezeit, die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme etwas schlechter und das hat dann entsprechenden Einfluss auf die Zahlen, die wir uns gleich anschauen. Hier nochmal kurz der Kapitän, relativ unspektakulär zur Information. Gut, nächster Punkt. Trefferpunkte 81.900, ein klein wenig weniger als der Friedrich der Große, aber fällt, glaube ich, insgesamt nicht ins Gewicht. Torpedoschutz 25%. Ihr seht beim Friedrich genau dasselbe. Wieder zurück zu Ludendorff. So, und jetzt kommt der erste riesengroße Unterschied und das hat ja schon der Schiffstext verraten und ihr habt es ja auch schon gesehen, wir haben jeweils Türme mit 380 mm und zwar zwei Türme vorne, zwei Türme hinten, jeweils drei Geschütze pro Turm. Ladezeit 28,2 Sekunden, Dauer für eine 180-Grad-Drehung 35,6 Sekunden. Hier durch das eine Modul ein bisschen schlechter, durch den Kapitän wieder ein bisschen besser gemacht als Erinnerung. Maximale Streuung 254 Meter. 11.600 AP Höchstschaden, Maximalreichweite 21,3, ist auch ein bisschen mehr als Friedrich der Große. Mündungsgeschwindigkeit APHE 820 Meter die Sekunde. Für die Freunde des gepflegten Sekundärspiels hier entsprechend die Zahlen von der Sekundär
Bewaffnung. Und ja, ihr könnt das Ganze dann auch insgesamt, wenn ihr alle entsprechenden Module habt, das auf 11,5 Kilometer hoch pimpen. So, dann kommen wir zu der nächsten großen Änderung bzw. zu dem Unterschied. Und zwar, wir haben Torpedos. So wie wir das von vielen deutschen Schlachtschiffen kennen. Einmal Backbord, einmal Steuerbord, 2x4 mit den üblichen 6 Kilometer Reichweite. Hier nochmal die Werte. Wie gesagt, wenn ihr da etwas euch im Detail anschauen wollt, einfach den Pausenknopf drücken. Flugabwehr, so wie sie hier ist. Auch da kontinuierlicher Schaden ein bisschen höher, weil ich die Fahne hier noch drauf habe. Ansonsten ist die Flugabwehr ein Tick schlechter, weniger als beim Friedrich den Großen. So, Manövrierbarkeit noch kurz. 32,6 Knoten. Das ist schneller als beim Friedrich den Großen. Wendekreis 940, Ruderstellzeit 13,8 bei dem jetzigen Setup. Erkennbarkeit zu Wasser 13,6. Ich habe einen Tarnungsmeißer hier drauf. Ansonsten kommt man, beim Friedrich habe ich nämlich keinen Tarnungsmeister hier mal als Vergleich genommen, kommt man auf 15,1. Also das ist dann nachher eure Entscheidung, wie man das dann zusammenstellt und die anderen Zahlen so wie gesehen. Das wär's mal kurz zu Ludendorff. Ich hoffe, es war kurz und knackig genug und trotzdem hoffe ich, dass ich keine großen Auslastungen gemacht habe und das kurz erwähnt habe, was für euch interessant ist. In dem Sinne, vielleicht sehen wir uns mal bei uns oder bei mir auf dem Twitch-Kanal. Es würde mich sehr freuen. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute, euer Henrik. Tschüss!